ist ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht. Da habe ich aber keine Zeit für. Das ist ja doof. Erstmal muss das Upam-System richtig machen. Da der Fisch nicht geantwortet hat hier, habe ich ihm seinen Server abgeschaltet, das umgebaut, so wie er es wollte, und wieder eingeschaltet. Ist das unter dem Stein? Ach, krass. Okay. Unterm Stein versteckt. Fies. Naja, wir bauen ja bald unser Museum. Irgendwas. Warte mal. Du bist jetzt schon auf 28. Das ist halt voll imbar. Wenn du Schaden nimmst, wird Tempo vorübergehend erhöht. Zusätzliche Verbesserung für Angriff und Rüstung. Ausrüsten. Ich habe irgendwie Bock, das anzuziehen. Rune. Ausrüsten. Ich glaube, ich nehme wieder den Spartanerbogen. Warte. Jagdbogen, Raubtierbogen. So. Codex. Da haben wir noch ein bisschen was Neues. Reventorp. Die Siedlung ist die erste von vom Rabenclan in England errichtete feste Ansiedlung und der Ausgangspunkt für seine Vorstöße in die umliegenden Gebiete. Hier findest du unter anderem Randwes Bündnistisch, Gunnars Schmiede, Jan Lies Laden, Ruandas Stall, einen Tätowierer sowie Möglichkeit zum Jagen und Angeln oder zum Handel mit exotischen Waren. Was haben wir denn hier? Der Orden der Ältesten. Der Orden der Ältesten war eine Vorläufergruppe des späteren Templerordens und teilte eine Menge Glaubenssätze mit diesen. Nämlich, dass Menschen von Natur aus zu Chaos und Gewalt neigen und deshalb die stärksten und weisesten Mitglieder der Gesellschaft gewaltsam für Frieden und Ordnung sorgen müssen. Nur bei der Frage, wer genau die stärksten und weisesten sind, unterschieden sich die beiden Gruppierungen. Seit der Gründung durch den ägyptischen Pharao im Jahr 1334 vor unserer Zeit betete der Orden der Ältesten die Schöpfer der Menschheit, die Isu, als von Natur aus überlegen an. Laut den zentralen Glaubenssätzen des Ordens könne die Menschheit ihr volles Potenzial nur dann entfalten, wenn sie unsere Schöpfer nachahmt und versucht, die Kultur, Ideale und Technologie anzunehmen. Die Anbetung der Isu war fundamental für den Orden. Jene, die ein
anthropozentrisches Weltbild vertraten oder ISO und Menschen als gleichwertig ansahen, wurden als dekadent und ketzerisch betrachtet. Ziel des Ordens war es, die ISO-Gesellschaft auf der Erde wiederherzustellen und, falls möglich, die ISO mit allen möglichen Mitteln wiederzubeleben. Mit dem Aufstieg des Christentums und des Islam begann der Einfluss des Ordens bis zum 9. Jahrhundert zu schwinden. Trotzdem konnten sie eine letzte Hochburg in Nordwesteuropa errichten, die als loser und kleingliedriger Zusammenschluss von Mitgliedern, die allesamt Codenamen trugen, höchste Geheimhaltung wahren konnten. Der Orden organisierte sich in einer Hierarchie mit 5 Rängen. Eiferer waren die Vollstrecker, Priester und Seher bekleideten den Rang Pfarrer. Richter, Händler und Soldaten waren Paladine. Magister standen an der Spitze der einzelnen Abschnitte und der Großmagister war der oberste Anführer. So, Plünderer, flinke und gefährliche Kämpfer, welche höchst geschickt darin sind, Angriffen auszuweichen. Sie sind vor allem hartnäckig und ermüden dich mit unablässigen Stichen und Hieben. Schurken, hinterhältige kleine Wiesel, die aus dem Verborgenen angreifen. Ihre größte Angst ist es, im freien Feld erwischt zu werden. Wenn sie aus ihrem Versteck getrieben werden, versuchen sie, ihre Gegner mit Rauch zu verwirren. Und Verteidiger. Äußerst wendige sächsische Verteidiger, die sich gleichzeitig bewegen und angreifen können. Wenn sie ihr Schild verlieren, drehen sie völlig durch und greifen auf fieberhafte Verzweiflungsangriffe zurück. Oh. Das ist ja blöd. So, wir sind jetzt hier. Ich habe aber... Wir haben hier noch nicht alles. Ich würde, glaube ich, doch noch mal dazu tendieren, erst das erste Gebiet zu machen, bevor wir hier 5 Gebiete anfangen. Ne? Ich glaube, das macht Sinn. Dass ich so Gebiet für Gebiet vielleicht erstmal mache und mich... Ich verliere mich in dem Spiel. Das ist ganz schlimm. Das ist einfach schlimm. Schön, aber schlimm. Ich weiß ganz genau, dass wir dann zu nichts kommen werden. So, was wollen wir denn zuerst aufbauen? Erstmal ein Bärentotem aufbauen. Okay, sorry. Und ein Steinbrunnen. So, die Schmiede haben wir. Was bist du? Was tust du hier noch gleich? Wenn du etwas mit deinen Kämpfern klären willst, komm zu mir. Ich bereite sie für dich vor und halte sie kampfbereit. Du musst ein Kriegerlager bauen. Ansonsten werden unsere Kämpfer weich und das können wir nicht zulassen. Aha. Nun muss ich gehen. Auf bald. Dann bauen wir mal. Eivor. Tschüss. Dann bauen wir ein Kriegerlager. Jetzt können wir mehr Krieger anziehen. Die gefährlichste Mannschaft zusammenstellen, die es je auf Enderlands gab. Würfeln hat noch niemandem geschadet. Ah, Irrlüg. Irrlüg! Irrlüg! Entschuldigung. Irrlüg! Ich liebe dieses Spiel. Lass uns spielen. Ich liebe also dieses gut. Spiel einfach. Fangen wir an. Es ist so geil. Es ist wie Gwent. Nur mit Würfeln. So schön. Okay, was haben wir denn da? Ha. Nice. Spiel starten. Okay. Erlück. Ha, ich darf anfangen. Supi. Würfeln. Ja, das weiß ich doch. Bestätigen. Würfeln. So, ich brauche... Einmal das und bestätigen.
Stealth. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Nee. Er hat mehr als ich, aber das ist nicht schlimm. So, so. Und ich kann ihm jetzt zwei klauen. Anfänger. Würfeln. Ich brauche zwei Schilde. Ja, ich brauche zwei Schilde. Okay. Nein! No, ich habe mich verklickt. Oh, verdammt. Schaden. Ach komm, machen wir erstmal Schaden. Ja, den hole ich mir jetzt aber zurück. So, und dann können wir Schaden machen. Okay, nice. Du und du. Bestätigen. Doch nicht so. Warum denn nicht? Ach. Nicht schlecht. Komm, ich brauche ein Schild. Oh, Mist. Na gut. Nee, das bringt so nichts. So. So. Ich schnapp mir drei und er kriegt eins. Passt. Warum macht er eigentlich keine Segnung? Das verstehe ich nicht. Würfeln. Ein Schild. Einmal das. Ich bräuchte noch ein Schild. So, damit bin ich da erstmal safe. Würfeln. Sehr gut. Okay, er hat keine Helme. Das heißt, ich brauche da auch nichts machen. So, das geht sich am Ende wieder aus. Noch sind wir in Führung, aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Nehmen wir mal das und das. Das sollte reichen. Okay. Naja. So. Nicht schlecht. Ich glaube, ich heile mich einmal. Jetzt klaut er mir eine. Das ist schlecht. Mist. Gleichstand. Hm. Wow. Was?
komm schon. Würfel mal anständig. Das, das, das. Und das. Mach mal langsam. Ne. Würfeln. Ein Schild. Und nochmal würfeln. Angriff. Okay. Ich heile mich. Nee. Ich versuche mich nochmal zu heilen. Was macht der denn da? Das ist ja mal mega kacke. Okay, ich muss es gucken, dass ich ihm jetzt richtig weh tue. Mit einem Schild. Oh Gott. Was haben wir hier? Ja. Das ist mir zu unsicher. Das sollte reichen. Na komm. Okay, das ist eine. Dann gehen zwei, dann kommen noch zwei von meinen Dings weg. Aber ich kann ihm trotzdem Schaden zufügen. Spannendes Match. Ihr denkt euch wahrscheinlich so. Ja. Oder auch nicht. Nicht schlecht. Zack, zack, zack. Was haben wir hier? Sehr gut. Alles schön geblockt. Heißt, wir können nochmal richtig schön auf Schaden gehen. Ziehen wir uns zwei hier rüber. Ich spiele zu defensiv, glaube ich. Zack, zack, zack. Ich spiele zu defensiv. So, hau raus. Ich glaube, ich nehme sie. 10, 7. Komm. Das Spiel ist gleich aus. Nein. Ist es nicht. Jetzt heile ich mich nämlich erstmal und dann kannst du mich mal. Schlecht. So und so. Okay, den einen habe ich aber safe. Wie viel?
was hat er denn da für Segnungen? Das gibt's ja gar nicht. Die Runde geht an mich. Gib einfach auf. Okay, er hat noch einen. Kriegen wir das hin? Ja, das kriegen wir hin. Das sollte reichen. Das sollte doch machbar sein. Okay. Zieht er sich einen zurück. Er hat aber dann zu wenig. Das heißt, ich kann ihm jetzt... Bam. Gewonnen. Gutes Spiel. Die Götter haben deine Hand geleitet. Willst du noch einmal? Nein, danke. Mir reicht's fürs Erste. So sieht das nämlich aus. Wer bist denn du? Wenn du Muskelkraft brauchst, dann such nicht weiter. Komm, beweise deinen Wert in der Schlacht und verdiene dir deinen Platz an der großen Tafel. Okay. Okay. Ah, jetzt kann ich den irgendwo zuweisen. Eine Bäckerei, die bauen wir doch mal. Yummy, yummy, yummy. Eine leckere Bäckerei. Deine Bäckerei ist fertig, Torbjörn. Und unsere Festtafeln werden reicher bestückt sein. Eivor, das ist so großzügig. Ich hoffe, ich kann mich eines Tages erkenntlich zeigen. Das hoffe ich auch. Du bist hier unter Freunden. Das musst du nicht. Doch. Ich muss nicht, aber ich möchte es. Sehr gut. Aus tiefstem Herzen. Ich erinnere mich an die guten Dinge, die man für mich tut. Sie wärmen mein Herz in Zeiten, in denen Güte Mangelware ist. Aha. Es gibt da allerdings noch eine Sache, falls du einen Augenblick Zeit hast. Was? Ein Getreidehändler hat flussabwärts sein Lager aufgeschlagen. Ich wollte ein halbes Dutzend Säcke bei ihm kaufen, bräuchte jedoch Hilfe beim Transport. Ich helfe immer gern. Welche Erleichterung. Ich hatte Angst, Holmgeir zu fragen. Aha. Torbjörn, was hat dich zu unserem Clan geführt? Allein dein Ruf. Mir kam zu Ohren, dass eine Horde trinkender, vom Kampf gezeichneter Krieger ans Ufer gespült wurde. Es hieß, ihr hättet euch in Mercia niedergelassen und dass ihr alle Taugenichtse und Vagabunden bei euch aufnehmen würdet. Und das fandest du ansprechend? Aber ja, und wie? Ich war schon immer ein Herumtreiber. Der Gedanke, mich einer Horde Raufbolde anzuschließen, gefiel mir. Und als Bäcker war ich mir sicher, dass meine Fähigkeiten Anklang finden. Hm. Ich wollte eigentlich gar nicht noch eine Quest anfangen. Oh. Bei unserem Treffen hätte ich dich nie für einen Bäcker gehalten. Du siehst eher aus wie jemand, der gern eine Axt schwingt. Das höre ich des Öfteren. Aber Backen ist dein einziges Handwerk, oder? Ich habe es immer geliebt, ja. Und ich war schon immer gut darin. Doch wenn ich keine Arbeit am Ofen finde, verdinge ich mich mit vielerlei anderen Sachen. Solange ich nur mit den Händen arbeiten kann. Tja, das haben wir wohl gemein. Ja, genau, Eivor. Leute töten und ein Brot backen ist genau das Gleiche. Eine Frage, Eivor. Du hast ein Kämpferherz, die Schlacht liegt dir im Blut. Doch wenn du damit aufhören könntest, was würdest du tun? Das ist die falsche Frage. Ich könnte jederzeit aufhören. Doch dann würde ich mein wahres Wesen verleugnen. Ich denke, du meinst, was würde ich tun, wenn ich nicht mehr kämpfen kann? Nein, du hast mir die Antwort gegeben, nach der ich gesucht habe. Du hast deine Bestimmung gefunden. Das ist ein seltenes Glück.
Was ist mit dem Boot passiert? Ja, ja, ich sehe euch. Was kann ich... Du bist es. Was suchst du hier in Mercia? Ich kaufe Getreide. Für 30 Silber, wenn du so viel entbehren kannst. Das Geld habe ich dabei. Gut. In Ordnung. Nimm dir, was du brauchst und dann verschwinde. Das sollte genügen. Herzlichen Dank. Gerne. Und du, du passt gut auf dich auf, ja? Alles gut mit ihm? Was war das denn? Hier ist deine Erinnerung. Namen installieren. Ja. Danke, Alexa. Hier ist deine Erinnerung. Alexa, beenden. Namen installieren. Warst du öfter bei ihm? Er schien etwas überrascht, dich zu sehen. Ach ja. Nun ja, vielleicht kennt ihr jemanden, der mir ähnelt. Hier gibt es schließlich allerhand große, bärtige Männer. Nicht wahr? Das kann gut sein. Ich glaube nicht, dass er ihn verwechselt hat. Der hat doch mehr auf dem Kerbholz, als er uns gerade weiß machen möchte, oder? Noch einmal zu deiner Frage, was ich tun würde, wenn ich nicht mehr kämpfen könnte. Ich wollte dich dasselbe fragen. Wolltest du schon immer Brote backen? Was ist falsch daran, Brot backen zu wollen? Die Römer und Ägypter haben auch Brot gebacken. Es ist ein ehrenwertes Handwerk. Doch ist es deine Berufung? Ich bin berufen, die Menschen zu ernähren, glaube ich. Mich um die Menschen zu kümmern, die sich um mich kümmern. Das bringt mir Freude. Wenn du es so sagst, klingt es äußerst großmütig. Ich würde es nicht Großmut nennen. Es lässt mich morgens aus dem Bett aufstehen und den ganzen Tag ein Ziel vor Augen haben. Es hört sich irgendwie deprimiert an. Brauchst du noch Hilfe? Oh nein, keineswegs. Den Rest schaffe ich selbst. Ich bringe es nur hinein und stelle es irgendwo ab. Na gut, es war mir eine Freude, mit dir zu plaudern, Torbjörn. Eine willkommene Abwechslung. Ebenso, Eivor. Hab Dank für deine Hilfe. Oh, wir sind ja so nett, ne? Ich wollte schon sagen, ist das Boot jetzt auch wieder kaputt gegangen? Sehr schön. Also, wir haben neue Fertigkeitspunkte. Gift haben wir immer noch nicht. Schleichen. Ich schleiche zu wenig. Fernkampf machen wir aber. Was haben wir hier? Nix. Heißt, wir machen Schluss für heute. Dann kann ich jetzt nämlich ganz in Ruhe noch Murmeln installieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch eine wundervolle gute Nacht. Schlaft schön. Und wir sehen uns dann gerne morgen wieder. Ich hoffe, das passt dann. Gucken, was wir morgen so bauen können. Heute war es die Bäckerei. Morgen ist die Brauerei dran. Gute Nacht.